Gerade ist einfach zu wenig Zweisamkeit. Das ist echt schlimm. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Grüße. Hallo. Oh, du siehst aus, als hättest du dich für eine Hochzeit fertig. Mach ich auch. Stimmt. Im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich. Also, es ist nicht so mit, hier kommt die Braut, la 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 la. Aber Alex' Großeltern haben heute Diamantenhochzeit, das heißt 60 Jahre verheiratet. Krass, oder? Ja, und das ist schon nochmal wie richtig Kirche. Also. Richtig, ja. Jetzt gehen wir als erstes in die Kirche und dann danach zu ihnen und heute Abend essen. Also wir sind eigentlich wie auf einer Hochzeit heute. Ja, ich habe mich nicht für den weißen Blazer entschieden. Ich möchte der Braut nicht die Show stellen. Dadumts. Oh, wäre schön, wenn meine Oma im Brautkleid kommen würde. Die kommt sie aber nicht, oder? Ich glaube nicht. Das sieht richtig schön aus. Alex hat sich ein neues Hemd gekauft. Das sieht richtig toll aus. Und das hat so... Struktur. Ja. Das sieht sehr gut aus. Oh, genau. Ich habe so ein Kleid an. Das habe ich schon jahrelang. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal bei ASOS gekauft oder so. Ja. So. Ich glaube, wir haben alles. Wir können gehen. Mit schnellem Schritt laufen wir in die Kirche. weil wir sind... Ein bisschen zu spät. Beziehungsweise, also nicht für die voll Kirche. Pünktlich. Für die Kirche kommen wir mega pünktlich, aber wir hatten eigentlich ausgemacht, dass wir uns draußen schon 10 Minuten früher treffen. Genau jetzt. Aber und gut, jetzt brauchen wir auch noch vielleicht 2 Minuten. Also wir kommen 2 Minuten zu spät. Aber das ist auch noch okay, glaube ich. Und ich habe die Kamera dabei, weil ich gedacht habe, ich mache ein paar Bilder. Ja. Von Familie und sowas. Ich denke, das ist ganz schön. Finde ich eine richtig gute Idee. Wir sind jetzt in Bad Urach, beziehungsweise hinter Bad Urach in so einem Schlösschen. Ich glaube, Schlösschen heißt es. Und essen da was. Das sieht echt zuckersüß aus. Irgendwo so am Hang. Ja, mega süß. War irgendwie, was war es? Ein Kur? Ein Kurhaus oder sowas für glaube, ein paar ja. Personen. Und irgendwie der Besitzer oder der Koch von dem Ding hat schon gekocht bei der Hochzeit von meinen Eltern. Und deshalb irgendwie ist eine Connection da. Und deshalb ist man hierher gefahren zum Essen. Sehr, sehr netter Abend oder Tag, besser gesagt. Wir sind ja heute Mittag, Vormittag aus dem Haus gegangen. Es war sehr schön. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, gell, dass sie natürlich nicht heute Hochzeitstag hatten, sondern schon im August. Aber wir haben heute nachgefeiert, weil es nicht so einfach ist, die ganze Familie irgendwie unter einen Hut zu kriegen, dass fast alle mal Zeit haben. Und das hatten wir dann schon eigentlich auch im August, glaube ich, ausgemacht. Mhm. Krass, oder? Termin im November. Was wolltest du sagen? Nee, auch dass es sehr, sehr schön war. Ach so, ich habe nur gehört, dass du gerade Luft geholt hast. Hier drin leuchtet so ein schönes Licht. Schaut mal. Wir haben eine Lichterkette aufgehängt. Die haben wir gestern um unser Balkongeländer gewickelt. Ich finde, das sieht so schön aus. Und wir haben so eine Zeitschaltuhr dran gemacht, dass die immer abends angeht. Und dann geht sie auch von alleine wieder aus. Kommt doch schon direkt mal richtige Weihnachtsstimmung auf. Danke übrigens auch für all eure Nachrichten zum Thema Weihnachtsbaum. Auch richtig interessant, wie unterschiedliche Familien das unterschiedlich lösen. So, hier. Dann guck mal noch die Salatschüssel von gestern weg. Guck mal, wir haben die Salatschüssel vergessen im Wohnzimmer. Gestern Abend. Oh, stark. Morgen. Wieder mal. Wir müssen uns ein kleines bisschen beeilen. Aber diesmal gehen wir nicht weg, sondern ich bekomme gleich Besuch von Dana von dem Kanal Wanted Adventure. Living Abroad, glaube ich. Heißt der Kanal so komplett? Ich weiß es nicht genau. Genau, und sie macht so eine Videoserie und fährt dafür irgendwie durch Deutschland und dreht mit unterschiedlichen YouTuberinnen, glaube ich, zu verschiedenen Themen, so Deutschland versus Amerika. Also sie lebt mit ihrem Mann in München und kommt aber ursprünglich aus den USA. Genau. Und die wollten, glaube ich, schon in 10 Minuten auf der Matte stehen.
This is the current situation. Aber ich habe ihr schon geschrieben, falls sie im Stress sind, brauchen sie sich nicht beeilen, weil wir müssen noch frühstücken. Ja. Sehr gut. Das machen wir jetzt mal ganz in Ruhe. So, wir filmen jetzt was. Und hier steht schon einiges an Technik. Ich stelle jetzt die Kamera einfach mal hier hin. Dann machen wir ein Video im Video. Wo sind wir stehen geblieben? Marie hat ja immer noch Besuch und ich habe hier vorhin ein bisschen aufgeräumt. Ich habe noch mein DIY fertig gefilmt, beziehungsweise eine Bauanleitung gemacht. Irgendwie war es ziemlich stressig, weil es ist ein Video zusammen mit Linda. Die haben uns ja vor kurzem besucht und das ist heute online gegangen. Und bei der gehen die Videos immer sonntags online. Da habe ich gesagt, ja komm, ich lade auch Sonntag hoch. Und gestern war ja aber die goldene Hochzeit und ich habe irgendwie das nicht alles fertig gemacht. Deshalb musste ich das heute Morgen noch schnell im Bett machen. Und irgendwie seitdem macht der Tag so und nur irgendwie so Zeug zu tun. Infobox und Bauanleitung. Und in der Story habe ich nämlich gesagt, ich erkläre die verschiedenen Spielvarianten auf jeden Fall von diesem Spiel. Wir haben nämlich ein Holzspiel gebaut. Und ja, seitdem geht es irgendwie ab. Und jetzt wollte ich hier noch ein bisschen aufräumen und den Fahrradschlauch reparieren, weil mein Fahrrad hat irgendwie schon wieder einen Platten und ich habe vor kurzem von Katja und Kai einen Schlauch zum Einzug. Naja, das war Einzugsgeschenk, haben wir zwei Schläuche bekommen, beziehungsweise Kai hat das halt einfach bestellt für uns, weil er da günstiger rankommt und deshalb hat er uns das einfach so mitgebracht, als wir hier das Einweihungsfest gefeiert haben. Und da wir ja mittlerweile eine Bretterwerkstatt haben, beziehungsweise halt einfach Lagerraum und sowas, kann ich hier ein bisschen aufräumen und oben wieder was in die Garage packen. Und deshalb versuche ich hier irgendwie den zweiten Raum mal wieder ein bisschen zu entrümpeln. Oh, irgendwie ist es einfach so viel noch zu tun. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ich würde mal sagen, ich fange mit dem Haufen hier an und sammle erstmal das ganze Altpapier, was wir hier noch haben. So, hier weht überall immer die Blätter rein. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen mehr Platz hier auf jeden Fall. Oh, Winterreifen muss ich aufs Auto machen. Hier schon einiges an Altpapier. Die Messestände müssen auch irgendwann noch ins Lager von Bretter. Das gehört auch alles noch ins Lager von Bretter. Und dann haben wir endlich irgendwann eine freie Garage. Und dann können wir vielleicht mal das Auto hier reinstellen. Das wäre eigentlich ganz schick, weil in letzter Zeit mussten wir schon ein paar Mal kratzen. Das muss ja nicht sein, wenn man eine Garage hat. Ja, hier geht's gerade so weiter. Kann auch alles mit hoch auf jeden Fall. Hier ist der passende Schlauch fürs Fahrrad. Jetzt brauche ich noch meine schlaue Box, meine Fahrradbox. Es ist überall Chaos. Shit. Das ist echt das, was mich irgendwie so am meisten nervös macht oder wo ich so denke, oh Mann, wenn Chaos herrscht, mich stört nicht so arg Dreckigkeit, also dreckig würde ich es nicht nennen, aber halt wenn irgendwie wenn's ein bisschen staubig ist oder sowas, das stört mich nicht so arg. Wie wenn Chaos herrscht, wenn irgendwie noch hier steht Boxen und hier steht das und sel. Und dann denke ich so, oh Gott, ich habe keinen Überblick, wo die ganzen Sachen sind und finde es furchtbar. Also Sauberkeit ist nicht so mein Problem, eher das sowas macht mich auch schon irre, dass es so aussieht quasi. Und dass ich nicht weiß, wo alles ist. Ja, naja, muss ich irgendwann mal mir dafür einfach Zeit nehmen. Vielleicht mache ich es ja heute noch irgendwie, aber es gefühlt ist die ganze untere Wohnung, das ganze Büro noch so, beziehungsweise der eine Raum explodiert halt einfach. Und ich weiß aber auch nicht, wohin. Man kann nicht alles irgendwie auf eBay Kleinanzeigen verkaufen. Am liebsten würde ich sagen, nimmt alles mit, aber da sind schon auch wichtige Dinge dabei, die wir auf jeden Fall brauchen, weil einfach nicht so oft. Hier sind die Teile. Die braucht man, um den Mantel runter zu lupfen von der Felge. So. Boah, dreckig ist es. Dann wollen wir mal. Nee, andere Seite, oder? Komm, geh auf. Klebt ganz schön gut fest, der Mantel. So.
Ich habe den Schlauch nämlich schon dreimal versucht zu flicken und jedes Mal irgendwie geht doch noch Luft raus. Ich glaube einfach, dass das Ventil kaputt gegangen ist und da kann man halt einfach nichts machen. Deshalb muss dieses Mal ein ganz neuer Schlauch rein. So, davor auf jeden Fall ein bisschen Luft reinmachen. Hallo? Hey, was ist denn? Oh nee, das ist der Schlauch. Das Ventil, glaube ich, von dem neuen Schlauch ist einfach schon kaputt. Ja, klar. Schaut mal, jetzt habe ich schon einen neuen Schlauch und jetzt ist es aber so schräg und es dichtet überhaupt nicht ab. Was ein Kack. Jetzt versuche ich mal, das hier aufzuschrauben. Mal schauen, ob das geht. Da hat man einen neuen Schlauch und dann ist es erst nichts. Hey. Ich werde verrückt. Mal schauen. Da wird aber gar keine Luft rein. Was ist Scheiße? Jetzt ging's. Das Teil war irgendwie nur schief. Ich gehe nämlich noch nachher Mountainbike fahren mit Kati und Kai, die holen mich dann hier ab. Ich würde so gerne mal auch wieder mit Marie Fahrrad fahren gehen, aber irgendwie, gerade ist einfach zu wenig Zweisamkeit, das ist echt schlimm und irgendwie müssen wir gucken, dass wir da, dass es irgendwie wieder mehr wird. Ich weiß nicht, es ist so viele verschiedene Sachen gerade zu tun, dass man irgendwie, selbst wenn man dann abends mal noch 2 Stunden zusammen ist, ist man irgendwie K.O. und guckt halt noch einen Film, aber irgendwie, ja, das ist schon schön in dem Moment, aber irgendwie braucht man halt auch mal wieder mehr Zeit füreinander, so irgendwie, ja. Naja, es kommt auch wieder andere Zeiten, aber man muss sich einfach bewusst dann jetzt auch mal wieder Zeit nehmen, weil irgendwie könnte man ständig immer Dinge tun und Sachen machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das irgendwie, dass wir das lernen, zu sagen, jetzt machen wir gar nichts und auch nicht dann irgendwie, ja, jetzt machen wir dann, wenn wir mal einen Tag frei haben, dann private Veranstaltungen oder was weiß ich was. Also sowas wie, klar, goldene Hochzeit gestern war der Hammer und das kann man auch nicht verschieben. Aber sonst, dass man dann, wenn man mal einen Tag frei hat, nicht dann sagt, okay, jetzt macht man irgendwie, trifft man sich mit verschiedenen Leuten noch und sowas. Weil ich finde, das macht es dann auch, ich liebe es, mich mit Leuten zu treffen, aber manchmal hat man dann auch einfach keine Lust für so private Verpflichtungen noch. Weiß nicht, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das kennt. Irgendwie, ja, es ist schwierig, wenn so viel manchmal zu tun ist, dass man dann eigentlich gar keinen Bock hat, noch irgendwelche anderen privaten Sachen zu machen. Aber das ist natürlich auch schade wiederum, weil irgendwie trifft man sich ja auch voll gern mit Freunden. Die sieht man eh viel zu selten, ja. Irgendwie schwierig. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit jetzt sagen wollte, auf jeden Fall. Ja, muss man da irgendwie einen guten Weg finden. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ja auch so. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Und vielleicht habt ihr ja auch noch einen Tipp, dass einen solche Sachen einfach nicht so stressen. Also, dass es dann irgendwelche, weil gerade stressen halt auch irgendwelche privaten Sachen dann. Dass man halt denkt so, oh Gott, ja, und dann dieses Wochenende ist auch schon wieder komplett zu quasi und belegt mit irgendwelchen Sachen. Ja, über Tipps wären wir, denke ich, dankbar. Kati und Kai sind jetzt auf einmal schon da. Irgendwie habe ich ihre Nachricht nicht gesehen. Beziehungsweise ich habe eingestellt bei WhatsApp, ich glaube eine Stunde, WhatsApp gehört irgendwie zu Social Media und ich habe eine Stunde Social Media Timer eingestellt und irgendwie kommt dann keine WhatsApp mehr rein, beziehungsweise ich bekomme keine Benachrichtigung, weil das auch in die Kategorie Unterhaltung oder sowas fällt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich Winterradklamotten an, die sind von Gonzo und bald, liebe Leute, gibt es sowas auch zu gewinnen in unserem Adventskalender. Ich liebe diese Sachen zum Radfahren und sowas und so auch zum Laufen, finde ich die Jacke richtig cool. Ja, bald gibt es sowas bei uns im Adventskalender. So, Dana und Stefan sind wieder weg. Ich glaube, das Video wird sehr interessant und ich bin auch sehr gespannt auf die anderen. Ich glaube, sie hat das so ein bisschen so gehandhabt, dass sie noch nicht wirklich was drüber erzählt hat, worum diese ganze Videoreihe gehen wird. Sie hat ja mit unterschiedlichen YouTuberinnen was gedreht. Deswegen ich jetzt auch einfach mal Stillschweigen bewahren. Aber ich kann euch dann gerne sagen, wenn es online ist, falls ihr nämlich mal wieder Lust habt, ein englisches Video von mir zu sehen. Es hat voll, wieder da. Entschuldigung. Voll, ja, okay. Hallo. Es hat voll viel Spaß gemacht, mal wieder so richtig ausgiebig Englisch zu sprechen. Manchmal vermisse ich das ein kleines bisschen. Und dann rostet man auch so ein, habe ich das Gefühl. Ja, oh, ne? Kaum kriegen wir einmal Besuch, dann kommen die gerade rein. Und Jinx hat heute, ich weiß nicht,
was bei ihm los ist. Auf jeden Fall war er gerade vorher in seinem Katzenklo drin und in Plüschhintern verfängt sich halt manchmal ein bisschen was. Dieses Etwas hat er verloren. Ich habe es nicht gesehen, bin mit meinem Hausschuh reingetreten. Es ist so schön im Flur verteilt. Weißt du, du siehst so, du triffst Gäste, die du vorher noch nicht getroffen hast und hast irgendwie nochmal durchgesaugt und ist alles schön und so und dann verschmierst du erstmal Katzenscheiße auf dem Boden. So, damit nicht genug. Wir fangen an zu drehen und dann mussten wir dauernd das Video unterbrechen, weil wir neues Katzengras gekauft haben. Und wenn man neues Katzengras kauft, sie hatten jetzt wieder eine Weile lang keins, dann haben die am Anfang manchmal so ein paar Würgeprobleme. Also die haben eigentlich jetzt gar nirgends hingekotzt, aber machen halt so komische Röchelgeräusche. Und dann ständig hat Jinx richtig laut gewürgt, sodass Stefan so meinte, wollen wir das nochmal machen? Fantastisch. Naja, aber ansonsten war das ein sehr netter Tag. So, und jetzt habe ich zu Alex gemeint, ich würde gerne noch ein bisschen rausgehen, weil er war ja Fahrradfahren, aber ich war jetzt die ganze Zeit nur in der Bude und ich glaube, es wird jetzt auch gleich schon wieder dunkel. Die Lichterkette ist auch gerade angegangen und deswegen machen wir jetzt noch einen kleinen Spaziergang irgendwie. Bei mir war das Fahrradfahren gut. Mein Fahrradreifen hat gehalten. Wie siehst du denn aus? Hey, aber du hast du nicht den neuen reingemacht? Doch, aber trotzdem wollte ich informieren, dass er gehalten hat, der neue. Ach so. Weil das Ventil beim neuen war schon direkt kaputt gewesen am Anfang. Jetzt musste ich ein bisschen gerade biegen wieder. Oh. Ja. Okay. Aber es tut. Na, sehr gut. Schauen wir mal, wie lange, ne? Übrigens hat mir Alex gerade erzählt, dass die Radhose, die Winterradhose von Gonzo, die er hat und ich habe eben auch eine, so schön warm ist, dass ich gesagt habe, ich möchte sie jetzt ausprobieren. Deswegen ziehe ich sie jetzt an zum Spazierengehen. Das einzige Ding ist, seine hat keinen so einen Radfahr-Po-Einsatz, meine aber schon. Deswegen gehe ich jetzt spazieren mit gepolstertem mit gepolstertem Hintern. So einen richtigen Kardashian-Arsch hast du jetzt schon. Ja, ne? Aber die ist halt innen so richtig. Die ist richtig geil und die ist halt so Windstopper auch und sowas. Also ich habe 0,0 gefroren heute beim Fahrradfahren. Ich habe schon erzählt, dass es im Adventskalender bald was zu gewinnen gibt. Ja, von Gonzo meinst du? Ja. Das ist richtig geil. Okay, also es fühlt sich auf jeden Fall an, als hätte ich mein Bett angezogen. Mit Popolster. Das ist doch einfach schön. Jetzt ist Abendessen-Time. Ich habe gerade geduscht, deshalb sind meine Haare nass. Und zwar gibt es heute Wraps, beziehungsweise ich glaube Enchilada oder sowas. Nee, ist ein Getränk. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall so Wraps, die dann nachher nochmal überbacken werden. Da hatten wir richtig Bock drauf. Und wir haben noch eine Süßkartoffel da, wir haben noch Tofu da. Und das werden wir jetzt erstmal auf einem Blech klein schneiden. So sieht das fertige Essen jetzt aus. Also sind 4 Wraps gefüllt und dann mit Käse überbacken. Und ich habe da noch so ein paar Tomaten und Kichererbsen oben drauf geworfen. Ich finde, sieht schon wieder richtig köstlich aus. Ich glaube, ich bin echt der krasseste Essenszelebrierer, den es gibt. Ja, aber das sieht doch einfach geil aus. Da steht nichts, da steht Montag, Dienstag. Abholung ab, Montag 10 Uhr. Ja, und Montag bis Dienstag 12.30 Uhr, 15 bis 18 Uhr. Erstmal Molzen, dann. Wir lesen kann es deutlich im Vorteil. Wir haben noch wieder den angeguckt, Harry Potter Teil 5 dieses Mal. Genau. Ja, und vorhin habe ich gemotzt, dass wir wenig Zweisamkeit haben. Heute Abend hatten wir sie. Ich habe im Vlog erzählt, dass man wieder irgendwie ein Buch in die oder irgendwas zu zweit oder so. Ja, das ist in weiter Ferne. Ich weiß. Wenn ich mir die nächsten Wochenenden anschaue, alles verplant bis Weihnachten. Naja. Fascinating. Fascinating. Wir hoffen, der Vlog hat euch gefallen. Sehen uns dann im nächsten Vlog wieder. Ja, genau. Bis dahin bleibt geschmeidig. Ja, geschmeidig, so wie immer. Das sagst du doch immer in deinem Video. Ich weiß, ja. Macht's gut. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Tschüss. Tschüss.